Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Normalerweise sollte der sich da mit diesen komischen Typen da hinten treffen. Tut er aber irgendwie nicht. Also habe ich mir überlegt, wir gucken mal, was wir sonst noch alles haben. Defekte Blechdose ist wahrscheinlich noch zu schwer. Rachefeld zu. Das ist auch noch zu schwer, würde ich behaupten. Idan, Gesetz der Berserker. Ein besonderes Stück. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das jetzt mal in Angriff nehmen. Urik, ja, stimmt. Das müssen wir auch noch machen. Lasten, gut ausgemacht, er denkt, dass das Schilde führt. Ein Outlaw. Ich mache das erstmal mit diesem besonderen Stück. Ich glaube, dafür muss ich nach ganz oben. Lass die Technik lieber stecken. Hochala. Ja, das geht schief. Ja, nicht ganz. Jetzt hängen wir hier nur fest. Jawohl. Ja, nicht ganz. Guck mal. Klettern. Super. Hat doch nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ich bin da halt noch gar nicht gut drin. Wie geht das noch? Ach so, genau. Zack, zack, zack. Ich habe das jetzt ein paar Tage nicht gezockt. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Guten Tag, die Dame. Hab mich natürlich trotz alledem ein bisschen beschäftigt im Internet mit Elex und habe dann natürlich so ein paar Tricks und Tipps gelesen, welche Attribute oder Fähigkeiten man als erstes leveln sollte. Und ich habe auch herausgefunden, dass das gar nicht mal so blöd ist, was ich mache und dass es wirklich beabsichtigt ist, dass man diese Tiere, also die Gegner, diese Monster, die jetzt gerade hier in der Gegend sind, noch gar nicht wirklich killen kann. Also das ist beabsichtigt und man soll wohl die ersten missionenmäßig halt auf den Hauptweg bleiben und gar nicht woanders hingehen. So. Wir wissen ja auch, dass er gesagt hat, dass sein Schwert gut bewacht ist. Und dass das keiner kriegen kann. Also keiner kann sich das holen. Also werden wir gucken, dass wir uns das holen. Ich speichere den Spielstand mal eben. Den tun wir mal eben löschen. Und da tun wir speichern. Genau. So, hier ist keine Wache. Hier ist das Schwert. Ich hab das Schwert, ich hab das Schwert, ich hab das Schwert. Ich hab das Schwert. So. Was hat das Ding denn so drauf? Einhändig. So, wir haben hier antikes Schwert. Unverkäuflich. Und Schaden. No. Ordentlich. Dann, boah, 55 Geschicklichkeit. Boah, 60 Geschicklichkeit. Dann kann ich Schlangenbiss erst benutzen. Das ist ja traurig. Da muss ich mir irgendwas anderes erstmal holen. Aber ich möchte ja gut bei den Berserkern dastehen und ich weiß nicht. Ich habe irgendwie. Gucken mal, ob er jetzt was zu sagen hat. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen? Achso. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen Ländern? Wir wollen so wenig Kontakt wie möglich. Dennoch lässt es sich nicht immer vermeiden. Zumal wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, unsere Weltenherzen auf Magalan zu verbreiten.
Da versteht es sich von selbst, dass sich die Wege aller Gemeinschaften kreuzen. Was versprecht ihr euch davon? Die Menschheit vor dem Abgrund zu bewahren. Nur mit Hilfe der Weltenherzen kann diese Welt wieder geheilt werden. Sie hauchen der toten Erde wieder Leben ein. Aber anstatt, dass die anderen Gemeinschaften uns gewähren lassen, machen sie uns das Leben schwer. Wie kommst du darauf? Ich habe schon seit Wochen nichts Gutes von unseren Männern in Abessa oder Tavar gehört. Dabei habe ich ihnen extra eine schlagkräftige Eskorte zur Seite gestellt. Scheinbar war das nicht genug. Vielleicht willst du dich ja dieser Aufgabe annehmen. Was? Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Rüste dich aber vorher gut aus. Eine innere Stimme sagt mir, dass es Ärger geben wird. Gerade die Outlaws sind unberechenbar. Mach dich also auf einiges gefasst. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Wie gesagt, eines ist in der Wüste von Tavar und eines im Hochland von Abessa. Halt in der Wüste nach einer Oase Ausschau. Um das Weltenherz in Abessa zu finden, halt dich einfach südlich der Kuppelstadt. Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Ich bin bei Thorgal im Norden gewesen. Hat er die Situation im Griff? Ist das Weltenherz noch intakt? Der Posten könnte ein paar mehr Männer zur Bewachung vertragen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Dann nehme ich an, es gab Verluste. Bedauerlich, aber nichts Ungewöhnliches dieser Tage. In jedem Fall danke ich dir, dass du mir Bericht erstattet hast. Nimm dies als Entschädigung. Was meine Unterstützung angeht. Ich habe hier ein Schwert aus deinem Besitz. Du gibst offen zu, dass du mich bestohlen hast? Ja. Nein, ich zeige dir auf, wie schlecht es um deine Sicherheit bestellt ist. Das ist wahr. Wenn man sich schon an meinen Sachen vergreifen kann, dann ist das kein gutes Zeichen. Du tatest gut daran, es mir zu bringen. Nicht auszudenken, was ein Verlust nach sich gezogen hätte. Diese Splitter sollten als Dank reichen. Okay, hat er das denn jetzt auch wieder da liegen? Ob mich jetzt jemand sieht? Na, nee. Hat er da nicht mehr liegen. Ja, okay, dann ist ja die eine schon hinfällig, die eine Aufgabe, weil wir haben ihm ja jetzt das Schwert wiedergegeben. Das ist aber, denke ich mal, nicht so wild. Tück. Ein paar Kleriker, ein paar Mutanten zum Opfer gefallen. Waffe eines Klerikers. Oh, da hatte ich das noch nicht fertig gemacht. Katas Tagebuch, Neuland. Gucken wir erstmal. Der Setzling im Wald Angrim möchte, dass ich für ein Verbotenes Tal nach Roga Ausschau halte. Mysteriöse Aura. Kaldrim möchte, dass ich Setzer Orik aufsuchen herausfinde. Wo haben wir den? Ach, der ist ja hier. Ach, guck mal. Ja gut, da können wir ganz schnell hin. Das ist ja kein Problem. Ich vermisse das irgendwie so wie bei Dragon Age, dass die Figuren... Also, dass der Gefährte ein bisschen mehr labert. Das wäre schon... Wär nett auf jeden Fall, wenn mal was... Das wäre es nicht so ultra langweilig, ne? Ich sag nicht, ich bin zu weit. Bitte nicht, ey. Oh, ich bin zu weit, oder? Nee. Da ist er doch. Wie läuft die Arbeit hier auf den Feldern? Es läuft, wie es immer gelaufen ist. Born bekommt von Kaldrim das Mana geliefert und wir züchten damit die Setzlinge. Es wäre nicht sehr aufregend, wenn nicht die gelegentlichen Mutantenangriffe wären.
Hm. Klappt die Arbeit mit Kaldrim gut? Ja, also, ja. Naja, es ist nicht immer ganz leicht. Kaldrim ist sehr strikt in seinen Regeln. Bei ihm ist kein Platz für Experimente. Was meinst du mit Experimente? Ach, es ist nichts. Nur, ich meine, ich versuche gerne mal etwas anderes als die üblichen Techniken. Ich bin der Meinung, wenn wir nichts Neues versuchen, dann werden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Was hältst du von Born? Er ist ein guter Chef. Ich arbeite gern mit ihm zusammen. Er lässt mich sogar manchmal experimentieren. Mhm. Was machst du so in deiner Freizeit? Oh, das Übliche halt. Ich gehe in die Taverne oder treffe mich mit Freunden. Ab und zu arbeite ich sogar freiwillig weiter. Irgendwie entspannt mich die Arbeit. Du arbeitest in deiner Freizeit? Ja, das kommt manchmal vor. Weißt du, nicht alles, was ich hier mache, ist von oben abgesegnet. Und da kann es praktisch sein, nachts zu arbeiten, wenn niemand zuschaut. Kaldrim schickt mich, dich verraten, oder klingt interessant, erzähl mir mehr. Klingt interessant, erzähl mir mehr. Schön, dass sich jemand dafür interessiert, was ich mache. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr von deinen Experimenten. Du scheinst ganz vertrauenswürdig zu sein. Außerdem muss ich zugeben, dass es mir schon länger unter den Nägeln brennt, jemandem davon zu erzählen. Also gut, ich erzähle dir jetzt etwas, das du niemandem erzählen darfst. Werde ich nicht. Also ich habe ein kleines, sagen wir, Selbstexperiment durchgeführt. Wenn ich damit Erfolg habe, wird es das Wesen der Berserker von Grund auf ändern. Ich habe einen gesunden, reifen Setzling ausgepresst und den Saft getrunken. Ich habe das Gefühl, als würde ich alles verstehen. Ich meine alles. Es ist unbeschreiblich. Hast du auch etwas davon für mich? Hast du auch etwas davon für mich? Bist du wahnsinnig? Ein Setzling, der reif genug ist, um in die Welt getragen zu werden, kommt frühestens alle halbe Jahre mal vor. Der Rest schafft es nicht. Ich hatte Glück, einen zu finden, ohne dass jemand dabei war. Ich merke bereits, wie eine Veränderung durch meinen Körper geht. Nicht mehr lange und ich werde eine Evolutionsstufe aufsteigen. Wenn du das sagst? Glaub mir, wenn ich nochmal einen Setzling in die Finger kriege, dann ist es endlich soweit. Aber genug davon. Nicht, dass uns noch jemand hört. Das nächste Mal bekommst du was ab. Versprochen. Ich sollte jetzt wieder los. Wir sehen uns. Ich denke nicht, mein Lieber. Ich werde dich jetzt nämlich verraten. Kaldrim, das war der bei diesem Mana-Felsen, ne? Oh. Schaffe ich es da so hoch? Okay. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich fange an, diese Sachen hier so zu mögen. Ich muss noch einen hören, ne? Genau, und jetzt muss ich einen runter. Weil ich will ja nicht wieder hier hoch, sondern ich will zu diesem Mana-Bad und Kaldrim Bescheid sagen. Wegen Oryk. Hast du herausgefunden, was ihm zugestoßen ist? Ja. Sehr gut. Erzähl mir alles. Diese verdammten Idioten vom Hammer-Clan. Wie kann man denken, dass das eine gute Idee wäre? Naja, trotzdem danke für diese Information. Den werde ich mir jetzt vorknöpfen gehen. Sehr gut. Sehr schön. Nächste Quest. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Katastrophe, auf einer Insel im Süden zu leben, ja.
Sollen die Gesetze der Berserker folgen. Einige scheinen dennoch, dass sobald in der Nähe ist, jeder Gesetzestreue handelt, aber nicht zwingend so denkt. Ich soll mich der Probleme der Bewohner annehmen und dafür sorgen, dass Gesetze handeln. Neuland Ragnar möchte, dass ich dem entlegenen Außenposten umsehe, da er schon länger nichts mehr von ihnen gehört hat. Dann haben wir nur noch den Aufzug. Mehr haben wir nicht? Hä? Ach so, das ist... Ah, ja, hier. Der Setzling Angriff möchte, dass ich verbotene Teil nach Roga Ausschau halte. Elix-Nachschub, Maschinenteile. Maschinenteile bringen aus dem der Elix hier. Ich soll mich dafür beim Zerstörer-Konverter in Idan umsehen. Wo ist der denn? Oh. Da? Zerstörer-Konverter. Warte mal. Das ist doch da, wo dieser, wo das Bauernzeug. Oh. Corin. Maschinenteil. Oh, ich glaube, da kann ich... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da schon hin kann. Ich glaube, ich werde erstmal das mit diesen Outlaw machen. Da kann ich eigentlich ganz bequem hinspringen. Aber ich glaube, ich gehe aber trotz alledem noch mal eben schnell hinter der Taverne gucken, ob unser lieber Freund sich da jetzt mit dem anderen getroffen hat. Ich will das einfach nicht glauben. Nee. Auf mich hört ja keiner. Aber sie sind noch da. Also er ist noch da auf jeden Fall. Hier runter. Komme ich hier runter überhaupt? Ja, komme ich. Ja, da komme ich sogar gut runter. So. Zack, Rüballe. Da unten ist schon ein Vieh. Ich kann es sehen. Ich weiß gar nicht, wie der hier so die Sprünge aushält. Hui. Aha, wir kriegen Besuch. Jawohl. Sehr schön. Wunderbar. Also so langsam klappt es. Es kommt immer nur drauf an, was das für ein Vieh ist. Und hier soll dieser Outlaw. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Ja, ja. Aha. Duras, bleib hier stehen. Bleib hier stehen. Ja. Ich möchte das alleine klären. Scheiße. Habt ihr Penner mich also endlich gefunden, ne? Sieht so aus. Steck dir dein Sieht so aus sonst wohin. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Hau ab! Ich will keinen Ärger. Das will ich dir auch geraten haben. Also gut, was willst du? Wie ist das Leben als Outlaw? Wir genießen die Freiheit. Mehr brauchen wir nicht zum Leben. Niemand ist frei. Doch. Ich nehme mir zum Beispiel die Freiheit, dir zu sagen, wie dumm deine Frage ist. Wir scheißen auf alle Regeln und Typen, die uns dumm kommen. Und wir geben einen Dreck auf das, was andere über uns denken. Wenn du also guten Stoff haben willst und dir den Stock aus dem Arsch ziehst, könntest du es bei uns zu etwas bringen. Mhm. Aber dann musst du durch die Wüste. Und ob du das Zeug dazu hast, naja. Was machst du hier? Ich warte auf deine Mama. Was denkst du wohl? Ich warte hier auf meinen Handelspartner. In die Stadt lassen sie mich nicht mehr. Sie lassen dich nicht mehr in die Stadt?
Ja, verdammt. Hab versucht, etwas von ihrem ach so wertvollen Schrott mitgehen zu lassen. Die haben sich halb eingenässt. Wollten mich verbannen. Verbannen? Für wen halten die sich? Ich gehöre nicht mal zu denen. Bin einfach hier raus abgehauen. Die können mich mal. Wartest du auf Ornir? Ja, woher weißt du das? Er schickt mich. Na toll. Jetzt kommt er nicht mal mehr selber, oder was? Ich soll dich töten. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieser kleine Pisser. Hör zu. Ich will, dass du zu Ornir gehst und ihn dazu bringst, wieder mit mir zu handeln. Wie du das anstellst, ist mir egal. Womit handelt ihr? Für gewöhnlich kam Ornir hier raus und brachte mir ein paar Gerätschaften mit, die er beim Schlund klauen konnte. Ich gab ihm dafür einen Beutel Splitter und alle waren glücklich. Hm, okay. Da sind noch Viecher und die will ich mir holen. Oh, die kämpfen gerade gegenseitig. Moment, ich muss erst gucken, wer da das Rennen macht. Das sieht nicht gut aus für den Cutter. Oh. Müssen wir wieder nach oben fliegen und Ornir dazu bringen, mit dem Typen zu handeln. Ach so. Mitkommen. Okay. Der so einen Befehlston drauf hat mitkommen. Oh, wo war ich? Oh, da hoch muss ich wieder. Oh, das wird knapp. Wenn ich das schaffe. Boah. Aber knapp. Erst erwarten, bis es wieder aufgeladen ist. Ich denke mal, ganz schaffe ich es eh nicht hoch. Ganz werde ich es eh nicht hoch schaffen. Din, 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 din. Hier ist doch diese Grube. Jo, ich bin schon da. Haben wir denn hier noch irgendwie so Schrott oder so? Irgendetwas, was ich vielleicht nochmal aufsammeln könnte oder so? Nee, gar nicht. Ja, früher sind die Menschen mit Autos gefahren. Wollte nicht mehr. Na, ich schaff das hoch. Tada! Nee, du warst das nicht. Du warst das. Ich habe den Outlaw gefunden. Ist er tot? Nein. Ich habe mit ihm geredet. Ach, scheiße. Er möchte, dass du den Handel mit ihm wieder aufnimmst. Du weißt also Bescheid, hä? Aber das kann er vergessen. Wenn einer von Angrims Spitzeln auch nur das Geringste mitbekommt, dann bin ich tot. Oder Schlimmeres. Wegen des Outlaws? Ja. Was genau war das Problem? Warum ich aufgehört habe zu schmuggeln? Angrim überwacht die Elex-Schwingungen in der Gegend. Das Risiko beim Schmuggeln von Maschinenteilen ist einfach zu groß geworden.
Ach. Kann ich noch nicht zu Ende machen. Hab noch nicht genug. Lass den Unfug. Was haben wir denn noch? Altlasten. Ich will ihn nicht töten. Und hier wieder mit ihm handeln. Ich soll einen Aufbruch zu fernen Ländern. Upsala. Gefährliche Überreste. Das könnte ich machen. Legen Außenposten um, sehe der Aufzug. Okay, pass auf. Machen wir erstmal gefährliche Überreste. Das müsste ja da bei der... Genau, Waffe eines Klerikers. Jora. Ah. Okay, machen wir mal Waffe eines... Machen wir das einfach mit den Klerikern. Ich soll dann noch wahrscheinlich noch irgendeine... Also mir fehlt noch eine Waffe. Kann ich eigentlich jetzt auch schon wieder aufsteigen? 10 Punkte, okay. Ja, Gerissenheit. Nee, war das Geschicklichkeit oder Gerissenheit? Geschicklichkeit brauche ich. Viel. Stärke habe ich auf jeden Fall schon mal viel. So, ich nehme jetzt Konstitution 5. Und dann nehme ich jetzt Geschicklichkeit 5. Ja. Dann gucke ich jetzt erstmal, ob ich mir irgendwie eine andere Waffe holen kann. Die alte ist noch am Pennen. Was ist los? Ich will handeln. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Ah, 33 Stärke. Schande, nee. Irgendwie gibt es da nichts Richtiges. Also ich gehe da, glaube ich, doch erstmal hin. Und dann hole ich mir was bei dem Rüstungsschmied. Vielleicht finde ich da, also da finde ich auf jeden Fall mehr Waffen. Vielleicht finde ich da ja auch irgendwie was Besseres. Wir mal hier runter. Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Karte aufrufen. Und dorthin. Was war das denn? Hier müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Ja, kann sein. Trotzdem mal so durchgucken. Was Böses scheint hier auf jeden Fall nicht zu sein. Also ich sehe auf jeden Fall nichts. Doch, hier ist was. Eine Ratte? Okay, da sind diese komischen Frösche. Hier ist nichts. Was ist das hier? Kann ich die... Ach, jetzt kann ich die Blätter nicht aufheben? Wie dumm ist das denn? Nö. Nope. Aber das Geräusch, ey. Ich habe das die ganze Zeit auf dem rechten Ohr. Hier hatte ich aufgehoben. Genau, hier lag hier einer. Hier ist eine Truhe.
Hier kann ich auch was reinpacken. Hupala. Nein! Was? Was? Ach, das ist doch kacke. Das ist doch mega kacke. Toll. Hier müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Ja, sehr schön für die Zivilisten. Ich kotze das gerade dermaßen an. Guck mal, ob ich hier noch irgendwo so einen Trank oder sowas finde, aber hier liegt auf jeden Fall absolut gar nichts mehr. Aber da liegt noch eine Waffe. So, Waffe eines Klerikers habe ich abgeschlossen. Einfach mal gucken, was hier oben ist. Wow. Bin beinahe runtergerutscht, ey. Ja, wo sind wir denn hier? Ah. Es gibt schön Kohle. Ach. Ich bin nicht gut genug. Ja, scheiße. Da hängt noch etwas dran. Der zweite Hinweis. Ah ja. Metallschrott. Sehr schön. Da halte ich mich von fern. Pfeil, Pfeil. Ach ja, das hatte ich übrigens auch gelesen. Also man soll wohl am Anfang auf wirklich nicht auf Pfeil und Bogen gehen. Also ich habe es gelesen, ich habe es jetzt selbst nicht ausprobiert. Weil wohl es einen halt in den Ruin treiben kann, direkt am Anfang mit den Pfeilen. Weil das wohl irgendwie, ich glaube, die schwierigste Art ist halt zu kämpfen und die Pfeile werden einen halt, also die kosten natürlich jede Menge Kohle und am Anfang hat man ja noch nicht so viel und deswegen soll man das wohl halt noch nicht direkt machen. Da liegt noch einer im Aschenbecher. Oh ne, das ist das. Ja. Wo kommen wir denn da hin? Was ist das da für ein Ort? Ich speichere das mal eben. Was ist das da für ein Ort? Ist das ein Stützpunkt von uns? Du wirst mich noch kennenlernen. Hä? Tja! Okay, das sind Banditen. Wow. Hier werden Helden geboren. Ja, ich sehe, viele Banditen hier? Echt? Alles? Seid ihr alles Banditen? Nicht zerquetschig. Ja, das sind alles Banditen. Tschüssi. Das sind viel zu viele. Duras, bewegt deinen Arsch hierher. Oh mein Gott. Ich weiß gerade nicht, wohin. Ich lass Duras jetzt voll hängen. Ist mir egal. Wo ist denn hier das Ding zum...
Ach du Scheiße. Hä? Wo ist denn hier mein Portal? Was ist... Ach du Scheiße, wo kommt der denn her? Man könnte den ja zu denen locken, aber... Ich weiß nicht, ob das unbedingt schlau ist. Und ob wir schnell genug sind. Hallo? Ah, immer schön her mit der Erfahrung. Hoppala. Jetzt finde ich hier den Teleporter nicht mehr. Gibt's ja nicht. Ich finde den Teleporter nicht mehr. Ach, da oben das Lilane, genau. Direkt hier ein Banditenlager, okay. Das merke ich mir. Ich müsste eigentlich zu Jora gehen. Okay, meine Lieben, ich mache erstmal Schluss und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.